alt und jung, alt und neu, ist von jeher ein nicht nur interessantes, sondern auch großes Spannungsfeld und ein konfliktträchtiges. Die Texte des heutigen Tages, wenn wir uns denn wirklich ihrer annehmen, sprechen von diesem Spiel, wenn man so will, zwischen alt und neu, alt und jung. Eben noch in der Vesper haben wir das gesungen. Der Alte nimmt den Knaben auf den Arm, aber der Knabe regiert über den Kreis. Wenn wir das in unserem eigenen Leben so beschreiben würden, stände etwas in uns auf. Also so weit kommt es noch, dass die Kinder jetzt schon sozusagen den Erwachsenen oder den Alten sagen, wo es lang geht. Aber hier geht es um etwas Größeres, als dass wir pädagogische Interessen verfolgen oder uns hier ein bestimmtes Modell vorgestellt wird. Hier geht es um dem, was die Ostkirche mit dem Fest des heutigen Tages Begegnung nennt. Es ist das Fest der Begegnung. Wir neigen in der lateinischen Kirche immer dazu, einen bestimmten Aspekt wie den der Reinigung Mariens oder der Darbringung im Tempel herauszugreifen und verlieren schnell das Gesamt, um das es geht. Es geht um die Begegnung. Wie geschieht Begegnung? Wie ist das möglich? Wie gelingt Begegnung? Das stellt uns das heutige Fest vor. Denn es gibt ja viele Begegnungen, die nicht gelingen, auch im Neuen Testament. Wir wissen, dass die Gesamtbegegnung Jesu mit seinem Volk Israel nicht gelingt, dass es zur Ablehnung kommt, ja zur Auslieferung an die Römer durch die religiösen Autoritäten, durch das eigene Volk. Hier ist eine Begegnung komplett misslungen. Deshalb ist so kostbar, dass uns der Evangelist Lukas die gelingende Begegnung bewahrt hat. Denn zu erfahren, wie Begegnung gelingen kann, ist für uns heute auch wichtig, da wir auch nachdenken über das Verhältnis von alt und neu und auf welche Seite wir uns schlagen sollen. Auf die alte, die sagt, lass mal alles so, wie es ist, oder auf die neue, nein, jetzt ist die Stunde da, jetzt muss alles neu werden. Ich hoffe, wir schlagen uns auf keine Seite, sondern wir setzen auf das, was uns das Fest und der Evangelist Lukas vorstellen, auf die Begegnung, auf die gute, gelingende Begegnung von alt und jung, von alt und neu. Interessanterweise sagt uns der Evangelist Lukas nicht direkt, dass der Simeon ein alter Simeon ist. Aber wir können es durchaus schließen, weil er in dieser Begegnung sein Leben erfüllt sieht. Es ist am Ziel. Wodurch zeichnet er sich aus? Er ist, wie das Evangelium sagt, im Gesetz zu Hause. Der Heilige Geist ruht auf ihm und er war gerecht und fromm und wartet auf die Rettung Israels. Das ist, wenn man so will, eine vollkommen universale Beschreibung dieses Mannes. Er ist das, was Jesus später von einem seiner Apostel sagt, ein aufrechter Israelit. Er lebt ganz in der Heiligen Schrift, er lebt ganz in der Tora, ganz im Gesetz Gottes. Und wir hören schon an diesem Wort, das so oft bemüht wird, das der Evangelist Lukas im Evangelium so oft bemüht. Sie tun das, die Eltern Jesu, damit das Gesetz des Herrn erfüllt wird. Und jetzt geschieht eine Begegnung, indem Simeon merkt, von Gottes Geist geführt, er erfüllt nicht nur ein Gesetz, eine Vorschrift, indem er nach bestimmten Regeln lebt und sich am Ende sagen kann, ja, eigentlich so im Großen und Ganzen war es eigentlich ganz okay. Wie wir das auch sagen würden. Also eigentlich war ich plus minus ganz anständig katholisch. Es ist mehr. Es geschieht dadurch Begegnung, dass Simeon merkt, er hält dieses Gesetz, dieses Wort, das ist nicht etwas Totes, sondern er hält es in seinen Armen. Er darf es berühren. Er darf es anschauen im Gesicht dieses Kindes, in diesem kleinen Körper, den er auf den Armen hält. Hier habe ich das Gesetz Gottes vor mir. Es ist zu finden in dieser Welt.
Gott schenkt es dieser Welt. Nicht nur als Erfüllung meines eigenen Lebens, meiner eigenen Wünsche, meiner eigenen Sehnsucht, sondern die Erfüllung aller Sehnsucht. Alles dessen, was Menschen überhaupt ersehnen und wünschen können. An diesem Punkt ist Simeon gekommen und sein ganzes Leben hat sich erfüllt. Und dieses Leben leuchtet mit seiner Botschaft in dieser Begegnung und Erfüllung bis auf den heutigen Tag. Die vielen brennenden Kerzen in unserer Lichtmess heute Abend sind dafür ein Zeichen und ein Zeugnis. Was machen wir jetzt in unserem Spannungsfeld von alt und neu? Wir leben in einer Zeit, in der alt nicht einen besonders guten Ruf hat. Viele ältere Menschen klagen darüber. Sie fühlen sich abgeschrieben, sie fühlen sich nicht ernst genommen, sie werden nicht mehr gebraucht. Alles muss jung sein. Und die vielen Älteren, die sich auf besonders jung trimmen, legen auch dafür ein Zeugnis ab. Sie können noch ein bisschen mithalten, aber dann ist auch irgendwie Schluss. Dann geht auch mit dem Fitnessstudio, mit dem Make-up nicht mehr viel, dann sieht man es einfach. Und die Geburtsjahrgänge lassen sich auch nicht immer verstecken. Also, von Anfang an eine kleine Fehlplanung. Wir schätzen das Alter nicht mehr. Wir schätzen auch das Alte nicht. Leider oft genug, ohne es zu kennen. Und leider gilt das auch innerhalb der Kirche. Wenn es zu einer Begegnung kommen soll, liebe Schwestern und Brüder, zu einer fruchtbaren Begegnung, dann müssen wir erst das Alte und das Alter schätzen lernen. Und wir müssen es kennen. Ich meine nicht, wenn ich auch über die Kirchengestalt rede oder dass die Kirche hat sich immer geändert, vom ersten Tag an, vom Pfingsttag an, war die Kirche immer der Veränderung unterworfen. Und wir dürfen uns nicht eine bestimmte Kirchengestalt aussuchen, sei es die Barockzeit oder das 19. Jahrhundert oder die vermeintlich guten 50er Jahre, in der wir sagen, aber das ist das Ideal, das machen wir so. Das ist Unsinn. Wir sehen das auch bei Simeon nicht. Er sucht sich ein Zuhause, in dem man wirklich zu Hause sein kann. Das Gesetz Gottes, das Wort Gottes. In dem ist er zu Hause. Das kennt er so gut, dass er die Spur des Heiligen Geistes darin erkennt und zu diesem Tag, zu dieser Stunde und zu dieser Begegnung sich führen lässt. Er sucht sie nicht selber aus. Er kann sie nicht selber herbeiführen. Aber er ist zur rechten Stelle, am rechten Ort, als es soweit ist. Das heißt, das vom Alten wirklich gut zu kennen, was bewahrenswert ist, um in das Neue hinüberzutragen. Wir sehen das so oft, bis heute noch sagen das manchmal Theologen oder manchmal kann man das auch in Predigten hören. Naja, das ist ja das Alte Testament, das war der alte Kram, das haben wir dann vergessen. Das ist oft so schrecklich und dann kommt das Neue, das Neue Testament. Da bleibt zwar am Schluss jetzt auch bei unseren Erneuerungsbewegungen nicht viel vom übrig, vom sogenannten Neuen Testament, aber das ist zunächst mal das Neue. Nein, es muss Begegnung geben. Es muss eine Kommunikation zwischen beiden geben. Ohne, dass es zu einer neuen Verbindung kommt von alt und jung, alt und neu, wird gar nichts neu. Kommt es nur zur Wiederholung der alten Fehler. Leider Gottes meistens der Fehler. Nicht des alten Guten. Sich so zu beheimaten in dem, was bewahrenswert ist, um für das Neue gewappnet zu sein. Wir sehen hier keine Tränen, dass Simeon jetzt etwas hinter sich lassen muss, sondern die Freude, dass es in diesem Neuen, auch in diesem Neugeborenen, aufgehoben ist und bewahrt ist. Und genau darin geht es mit all dem guten Alten hin zu einer neuen Zukunft, die nicht auf Israel beschränkt ist, sondern die für alle Menschen gilt. Wir könnten so viel lernen von diesen Alten, auch von jener Hanna, die auch zur rechten Zeit am rechten Ort ist, die auch ohne viel Worte sogar, Simeon macht ja auch wahrlich nicht viele, aber die ganz ohne Worte auskommt und sich ganz in diese Bewegung hineinlässt. Alles das, was ihr Leben ausgemacht hat, all diese vielen entbehrungsreichen Jahre der Einsamkeit, die Lukas nur andeutet,
aufgehoben zu wissen in jener Begegnung. Einer Begegnung, auf die wir immer zugehen sollen und die wir wie diese beiden Alten herbeisehnen sollten.